Guten Abend. Überraschungen sind ja nicht jedermanns Sache. Das hat sich heute auch mal wieder gezeigt beim Gipfel der G7 in Frankreich. Der Überraschungsgast heute hat sogar richtig Unruhe ausgelöst in der geschlossenen Gesellschaft. Fast alle waren irritiert heute Nachmittag, als plötzlich dieses Flugzeug vors Terminal rollte am Flughafen Biarritz. Denn drinnen saß Mohammed Javad Zarif, der Mann, der von iranischer Seite das Atomabkommen mitverhandelt hatte, das inzwischen gescheitert ist, an Donald Trump. Für die amerikanische Regierung ist Zarif der Frontmann einer korrupten religiösen Mafia. Er ist Außenminister der Islamischen Republik Iran und heute der Mann, der beinahe die Party gesprengt hätte. Jan-Philipp Burgert. Familienfoto der G7 Staats- und Regierungschefs mit geladenen Gästen. Doch es fehlt der Überraschungsgast, über den alle hier sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, aus heiterem Himmel war Irans Außenminister Zarif auf dem Flughafen von Biarritz gelandet. Am Abend twittert er Bilder von seinem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und schreibt von einem schwierigen diplomatischen Weg, der aber einen Versuch wert sei. Hinter diesem Coup steckt Macron. Er sieht sich als Vermittler zwischen dem Iran und den USA. Im Kreise der G7 hätte auch Trump anerkannt, dass man den Iran mit Verhandlungen davon abbringen sollte, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Anschließend hatte Macron angekündigt, dass er im Auftrag der G7 eine Botschaft an den Iran senden werde. Aber Trump macht Macron doch noch einen Strich durch die Rechnung. Ob er Macrons Botschaft an den Iran unterschrieben habe, wird Trump gefragt. Nein, das habe ich nicht diskutiert. Nein. Der Iran ist nicht mehr das gleiche Land wie vor 2,5 Jahren. Wir werden unserem eigenen Ansatz folgen. Aber man kann Leute nicht von Gesprächen abhalten. Wenn sie reden wollen, können sie reden. Dann wird Trump gefragt, ob er bestätigen könne, dass Irans Außenminister nach Biarritz komme. Kein Kommentar. So wortkarg erlebt man Trump selten. Aus seiner Delegation heißt es nur, man wolle Zarif nicht treffen. Bundeskanzlerin Merkel sagt, gute Gespräche der großen Sieben über den Iran am Vorabend hätten wohl zu der kurzfristigen Einladung Zarifs geführt. Auch sie wirkt aber überrascht. Ich habe mich gut informiert gefühlt, zeitnah. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob das Flugzeug schon von Ihnen gesichtet war oder nicht. Aber wir sind jedenfalls zeitnah informiert worden. So schnell wie er gekommen war, macht sich Irans Außenminister auch wieder auf den Weg nach Hause. Die Chance einer diplomatischen Annäherung mit den USA ist zumindest heute verstrichen. Tja, klingt nicht nach dem großen diplomatischen Durchbruch. Fragen wir unseren Washington-Korrespondenten Jan-Philipp Burgert beim Gipfel in Biarritz. Jan, hat das nun geholfen oder geschadet im Streit um das Atomabprogramm des Iran? Es hat wohl eher geschadet. Aus Kreisen des Weißen Hauses hören wir, dass die Amerikaner das Gefühl haben, dass Gastgeber Macron sich vom Iran hat einspannen lassen, um den Westen zu spalten. Denn angesichts der Aktivitäten des Iran in der Straße von Hormuz glauben die Amerikaner nicht, dass der Iran im Moment ein vertrauenswürdiger Partner ist, ganz im Gegensatz zu den Europäern. Und so deutet einiges darauf hin, dass Trump nun eher seine Strategie des maximalen Drucks fortsetzen wird. Er wird versuchen, mit großen wirtschaftlichen Sanktionen den Iran weiter in die Knie zu zwingen, um ein neues Atomabkommen zu erreichen, das deutlich schärfer ist als das bisherige. Trumps großes Ziel ist etwa, dass dem Iran verboten wird, selbstständig Uran anzureichern. Dieser Besuch hat ja nun heute alles überlagert, aber man hat den Tag über ja auch noch über andere Themen gesprochen. Werden die G7 noch etwas Gemeinsames schaffen? Ja, es gab tatsächlich einige konstruktive Kompromisse. Die G7 haben sich darauf verständigt, den südamerikanischen Ländern beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet zu helfen. Diese Hilfen sollen technisch und finanziell ausfallen, auch langfristig. Man will bei der Wiederaufforstung helfen. Ein zweiter Punkt ist, man möchte gemeinsam verstärkt gegen islamistischen Terrorismus in der Sahelzone vorgehen, etwa indem man die dortigen Sicherheitskräfte berät, ausrüstet und ihnen bei der Ausbildung hilft. Und morgen ist dann das Klima ein großes Thema und Bundeskanzlerin Merkel wird Präsident Trump zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen. Dann danke Jan-Philipp Burgert und bis morgen. Tschüss nach Biarritz. Nicht nur seine Augen ruhen heute auf der Stadt in Sachsen, die vor einem Jahr weit über Deutschland hinaus in den Schlagzeilen war. Seitdem zwei Männer aus Syrien und dem Irak einen Mann erstochen haben sollen, seit den tagelangen Demonstrationen danach, ist Chemnitz in manchen Augen eine Chiffre für rechte Gewalt.
Heute trägt diese Stadt ein Gesicht, auf das viel Licht fällt, aber auch immer wieder viel Schatten. Auf der einen Seite hat die rechtsextreme Bewegung Pro Chemnitz demonstriert, auf der anderen Seite haben Chemnitzer ein Bürgerfest organisiert, um selbst Gesicht zu zeigen gegen Rechts und gegen Rassismus. Ole Hilgert berichtet. Sebastian Thieswald ist an diesem Wochenende praktisch ständig im Gespräch. Oder der Chemnitzer springt auf sein E-Bike und eilt von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort, von Bühne zu Bühne. Zusammen mit rund 50 anderen Ehrenamtlichen hat er das Bürgerfest organisiert und durch Spenden finanziert. Ja, wir haben Ende März diesen Jahres erfahren, dass die Stadt Chemnitz das ehemalige Stadtfest abgesagt hat und haben uns relativ schnell mit Freunden zusammengetroffen und haben überlegt, Mensch, an dem Wochenende hier Stille in Chemnitz, die ganze Welt wird an dem Wochenende hierher schauen. Finden wir nicht gut, weil unsere Stadt soll nach außen so transportiert werden, wie wir sie immer sehen, nämlich als eine positive Stadt, als eine attraktive Stadt. Auf 10 Bühnen sorgten Musikgruppen, Künstler und Schausteller für ein buntes Programm. Nach Veranstalterangaben kamen insgesamt 67.000 Besucher. Es zeigt, dass unsere Stadt nicht nur von Braun, sage ich jetzt mal, oder von Rechts. Von Rechts, genau. Bevölkert wird. Ich finde das ganz, ganz große Klasse, weil man sollte sich durch solche Aktionen, wie es voriges Jahr passiert ist, nicht in der Enge treiben lassen. Vor einem Jahr wurde am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein 35-Jähriger im Streit erstochen. Ein Syrer wurde dafür bereits verurteilt. Ein zweiter Tatverdächtiger aus dem Irak ist auf der Flucht. Die Tat hatte rechtsextreme Aufmärsche und rassistische Übergriffe ausgelöst. Tagelang kam die Stadt nicht zur Ruhe. Auch heute folgten etwa 450 Menschen einem Demonstrationsaufruf der rechtsextremen Bewegung Pro Chemnitz. Diese Rechten, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen, die sind nicht weg. Und die haben leider, aber es ist so, das ist Demokratie, auch die Möglichkeit, hier durch die Stadt zu spazieren. Die meisten Chemnitzer finden das überhaupt nicht gut. Begleitet wurde der rechte Aufmarsch heute von Gegenprotesten. Bis zum späten Abend blieb es nach Polizeiangaben friedlich. Vor einer weiteren Spaltung der Stadt hat zumindest Sebastian Thieswald keine Sorge. Für ihn ist klar, nur wer miteinander ins Gespräch kommt, kann friedlich zusammenleben. Wir sind dabei, unsere Probleme miteinander zu lösen. Und ich glaube, das ist ein guter Beginn, sozusagen mit so einem Fest, wie es organisiert ist, das zu zeigen. Eine Wiederauflage des Chemnitzer Bürgerfestes für 2020 ist bereits jetzt angemeldet. Zur deutschen Politik. Die CSU schlägt vor, den Klimaschutz künftig mit einer staatlichen Anleihe für Sparer zu finanzieren. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer. Dabei sollen Bürgerinvestitionen mit einem garantierten Zinssatz von 2% honoriert werden, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt der Bild am Sonntag. Klimaschutz brauche Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien, so Dobrindt. Der Grünen-Politiker Kindler wies den Vorschlag zurück. Es wäre ehrlicher, die schwarze Null zugunsten von Klimaschutzinvestitionen aufzugeben. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Lomscher hat Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt festgelegt. Der Entwurf der linken Politikerin sieht vor, dass die Wohnungsmiete höchstens knapp 8 Euro pro Quadratmeter betragen darf für alle Lagen. Dazu können unter Umständen Aufschläge für Modernisierungen kommen. Ausgenommen sind dem Entwurf zufolge unter anderem Neubauten ab 2014. Die Koalitionspartner der Linken, SPD und Grüne reagierten zurückhaltend auf den Vorschlag. Aus der Opposition kam heftige Kritik. In Hongkong ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Erstmals setzten die Sicherheitskräfte dabei neben Tränengas auch Wasserwerfer ein. Einzelne Demonstranten warfen Pflastersteine und Brandsätze auf Beamte. Die Polizei drohte, die Proteste aufzulösen. Anhänger der Opposition demonstrieren in Hongkong seit Wochen gegen den Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone. Israel hat nach eigenen Angaben erneut Luftangriffe auf iranische Stützpunkte in Syrien geflogen. Das Militär habe die Ziele südlich von Damaskus in der vergangenen Nacht beschossen, um einen bevorstehenden iranischen Drohnenangriff auf Israel zu vereiteln, so ein Sprecher. Dabei sollen 5 Menschen getötet worden sein. Bundespräsident Steinmeier hat in Fivizzano in Italien um Vergebung für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen gebeten. In dem Ort in der Toskana traf er Überlebende eines Massakers. Soldaten der Waffen-SS hatten hier vor 75 Jahren mehr als 400 Dorfbewohner ermordet. In der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges wurden an vielen italienischen Orten Kriegsverbrechen von Deutschen begangen.
Und wir kommen zum Sport und den beiden Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga. Nach zwei Spieltagen ist noch nichts entschieden, außer für Leipzig. Und zwar etwas sehr Wichtiges, Ocker Gundel. Ja, RB Leipzig und Timo Werner haben Fakten geschaffen. Endlich, muss man sagen. Nach einem langen und energieraubenden Hickhack hat der Nationalspieler seinen Vertrag bei den Sachsen vorzeitig bis 2023 verlängert. Damit ist sein Wechsel zu den Bayern endgültig vom Tisch. Kurz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gab der Verein die aus seiner Sicht absolut erfreuliche Entscheidung in dieser Personalie bekannt. Es folgte ein knapper Sieg gegen die Eintracht mit einem starken Timo Werner. Das Spiel war gerade erst 10 Minuten alt. Da hat sich für RB Leipzig das lange zähe Ringen um Timo Werners Vertragsverlängerung direkt das erste Mal gelohnt. Nach einer Ecke von Sabitzer verlängerte Pausen und Timo Werner erzielte seinen zweiten Saisontreffer und das 1:0 für seinen bisherigen und zukünftigen Arbeitgeber. Für Werner selber war die Unterschrift letztendlich kein Grund für schlaflose Nächte. Im Endeffekt ist es ein Stück Papier. Was in der Zukunft passiert, ist die Zukunft. Und ich lebe aber jetzt im Hier und Jetzt. Für jetzt hat es sich richtig angefühlt, hier zu verlängern. Und deswegen war es genau das Gleiche wie vorher auch. Timo Werner hätte sich in diesem Spiel nach knapp 20 Minuten bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen können. Frankfurts Trainer Adi Hütter konnte mit Halbzeit 1 nur selten zufrieden sein. Auch wenn sein Team 5 Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Philipp Kostic große Präzision bewies. Sein Schuss flog zwar deutlich über das Tor, traf aber exakt das Gestänge einer sich bewegenden Leipziger Fanfahne. Kategorie nutzloser Kunstschuss. In Durchgang Nummer 2 fand dann zunächst wieder RB Leipzig besser ins Spiel. Neuzugang Nkunku, der ein gutes Spiel ablieferte, bediente Timo Werner. Aber der Nationalspieler scheiterte am glänzend reagierenden Kevin Trapp im Frankfurter Tor, der mit der rechten Fußspitze gerade noch retten konnte. Die Hessen wurden in der Folge stärker. Bei Temperaturen um die 30 Grad schickte Kostic Gonzalo Paciencia auf die Reise. Orban klärte unzureichend, aber Leipzigs Schlussmann reagierte aufmerksam. Für Frankfurts Trainer Hütter wäre aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein Punkt verdient gewesen. Ich finde, dass wir heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Darf nicht vergessen, am Donnerstag noch gespielt. Einige Spieler rotiert, die haben es richtig gut gemacht. Wir haben, glaube ich, die Kontrolle über das Spiel gehabt mit dem Ball. Und hätten uns heute fast noch belohnt mit dem Ausgleichstor, das für mich auch absolut verdient gewesen wäre. Dass es für die Hessen nicht zu einem Zähler reichte, lag auch an Yusuf Paulsen. Seine Direktabnahme nach 80 Minuten war nicht nur schön anzuschauen, sondern vor allem sehr erfolgreich. Das 2:0 10 Minuten vor dem Ende war allerdings noch nicht der Schlusspunkt einer Partie, die nicht über 90 Minuten hochklassig war, aber keineswegs arm an Höhepunkten. In der 89. Minute bediente Timothy Chandler Gonzalo Paciencia und der Portugiese netzte ein zum Anschluss. Aber auch 6 Minuten Nachspielzeit brachten keine Veränderung des Spielstandes. Und so freut sich RB Leipzig im 4. Jahr Erstliga-Zugehörigkeit erstmals über 6 Punkte nach 2 Spielen. Ja, alles bestens also bei Leipzig. Und überhaupt nichts zu meckern gibt es auch beim VfL Wolfsburg. 2. Spiel, 2. Sieg. Heute gewann der VfL auswärts bei Hertha BSC mit 3:0. Kein Spiel auf höchstem Niveau, aber doch sehr intensiv. Clever und erfolgreich. Der VfL Wolfsburg feiert in Berlin einen Traumstart in die Bundesliga-Saison, weil das Team beim Auswärtssieg konzentriert und effizient auftritt. Großes Kompliment an die Spieler, wie sie heute dann auch noch immer an sich geglaubt haben, wie sie gerackert haben füreinander. Und auch das möchte ich hier betonen und erwähnen. Großes Kompliment an den Schiedsrichter, nämlich diesen Mumm zu haben, nach 25 Sekunden hier in den Elfmeter zurückzunehmen. Gemeint ist diese Szene. Wolfsburgs Gila Vogie grätscht Hattas Duda ab. Schiedsrichter Guido Winkmann entscheidet auf Elfmeter, doch dann greift der Kölner Videokeller ein. Winkmann überprüft seine Entscheidung und nimmt sie nach 3 langen Minuten zurück. Korrekt und gut gemacht. Wenig später, andere Seite, gleiche Entscheidung und diesmal hat diese Bestand. Nach dem Foul von Rekik an Klaus gibt es Elfmeter. Wout Weghorst tritt an, gekonnt verwandelt zum 0:1. Zweiter Treffer im 2. Spiel, starke Bilanz des Niederländers. Hertha BSC hat sich unter dem neuen Trainer Ante Čović einen offensiveren und mutigeren Stil verschrieben. Und so agieren sie auch. Die 21. Minute Grujic mit der Doppelchance zum Ausgleich. Die Berliner zeigen mehr Spielkultur als die Gäste, haben Möglichkeiten und liegen zur Halbzeit trotzdem mit 0:1 hinten. Wir hatten genügend Möglichkeiten, finde ich. Und dann erzielst du kein Tor, bekommst du einen Elfmeter, liegst du 0:1 hinten. Mit jeder weiteren Minute schwindet der Glaube an das, dass man hier noch was reißen kann. Man macht aber auch hinten auf. Hertha
ist auch im zweiten Abschnitt das aktivere Team, ohne sich allerdings zwingende Torchancen zu erspielen. Wolfsburg macht es cleverer und geht in der 82. Minute mit 2:0 in Führung. Der eingewechselte Brekalo äußerst präzise. Der mutige Offensivplan von Ante Čović geht nicht auf. Am Ende kassiert Hertha sogar noch das 0:3. Roussillon erfolgreich. Ausgekontert im eigenen Stadion von überzeugenden Wölfen. Zweiter Sieg im zweiten Ligaspiel. Viel besser geht's nicht. Natürlich ist es ein super Gefühl, ja. Und es ist einfach für uns ein Weg, den wir eingeschlagen haben, sehr, sehr wichtige Erfolgserlebnisse zu haben. Die Spieler sehen auch jetzt dann, wie kompakt wir dann wieder sein können. Arm an Punkten, aber ein mutigerer Spielstil, das freut die Hertha-Fans trotz der Heimpleite. Wolfsburg ist schon einen Schritt weiter und feiert einen verdienten Auswärtssieg. Und wir schauen auf die Tabelle nach dem zweiten Spieltag. Dortmund wegen der besten Tordifferenz Spitzenreiter vor Leipzig, Freiburg, Wolfsburg und Leverkusen, allesamt mit einer makellosen Bilanz bisher, dahinter Bayern und Gladbach. Die zweite Hälfte beginnt mit Frankfurt, dahinter Hertha BSC Berlin mit einem Punkt, noch ohne Zähler bisher Werder, Paderborn, Köln und Mainz. Die deutschen Hockeyfrauen haben den EM-Titel und damit auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio knapp verpasst. Im belgischen Antwerpen verloren sie das Finale gegen Titelverteidiger Niederlande mit 0:2. Die deutschen Hockeyfrauen gewinnen im belgischen Antwerpen bei der Europameisterschaft die Silbermedaille gegen die Niederlande. Der amtierende Weltmeister dominiert von Beginn an die Partie und hat bei der 1:0-Führung auch etwas Glück. Die Kugel abgefälscht von Kapitänin Janne Müller-Wieland, unhaltbar für Torhüterin Julia Sonntag. 0:1 zur Pause. Deutschland schafft es einfach zu selten, Gefahr vor dem niederländischen Tor zu kreieren. Das Team von Trainer Xavier Reckinger riskiert am Ende alles. Die Torhüterin ist raus, Deutschland in Überzahl, kassiert das entscheidende 0:2. Die Niederlande sind Europameister und für die deutschen Hockeydamen steht nun die Olympia-Qualifikation im Fokus. Ja, und bei der Kanu-WM im ungarischen Szeged gab es heute aus deutscher Sicht Frust und Freude. Ausgerechnet der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel patzte auf seiner Paradestrecke. Freuen durfte sich das Team Deutschland dagegen über zweimal Gold in zwei olympischen Disziplinen. Gerade die Kajakmänner überzeugten in Szeged auf ganzer Linie. Das Paradeboot des deutschen Kanuverbandes, der K4, wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Rennschmidt, Raue, Liebscher und Lemke siegten vor Spanien und der Slowakei. Sie sicherten damit auch die Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio. Den zweiten Titel fürs deutsche Team gewann der Kajak-Zweier der Männer über 1000 Meter. Max Hoff und Jakob Schopf siegten in einem überlegen geführten Rennen vor Spanien und Frankreich. Enttäuscht reagierte dagegen Sebastian Brendel. Der elfmalige Weltmeister und Titelverteidiger erreichte im Kanadier einer nur Rang 4. Der italienische Radprofi Elia Viviani hat zum dritten Mal in Folge die Star Classics in Hamburg gewonnen. Der frühere deutsche Meister und Mitfavorit Pascal Ackermann konnte am Ende der 216 Kilometer langen Strecke nicht mehr die Entscheidung eingreifen. Viviani hingegen wurde von seinem Teamkollegen, dem Dänen Mörkhoff, perfekt in Position gebracht und gewann vor dem Australier Caleb Ewan und dem Italiener Giacomo Nizzolo. Bester Deutscher heute André Greipel auf Rang 10. Viviani ist der erste Radprofi, der dreimal in Hamburg gewinnen konnte. Ja, sogar Hamburg hatte heute Hochsommer, Claudia. Bleibt das so? Ja, Karin, und zwar in ganz Deutschland, besonders aber im Norden, da ist sogar die Gewittergefahr ziemlich gering. In anderen Teilen Deutschlands haben wir die, südlich von Augsburg, heute Lechfeld. 50 Liter fielen dort in kurzer Zeit, das heißt, die Schauer und Gewitter sind heftig, aber die Hitze bleibt. In Hamburg für die nächsten Tage 32 Grad, Donnerstag geht es ja mal runter, da kommt eine Kaltfront, dann aber zum Wochenende wieder Temperaturen im Bereich von so 28, 29 Grad. Morgen Vormittag viel Sonnenschein, aus der Nacht heraus gibt es noch so ein bisschen Nebel im Süden, der schnell aufgelöst ist. Im Vogtland reicht es vielleicht schon für ein erstes Gewitter. Im Laufe des Nachmittags dann ähnlich wie heute einzelne Schauer und Gewitter, die hereinziehen, die zum Teil sehr heftig sind, weil sie nicht vom Fleck kommen, dementsprechend ordentlich Regen bringen. Wird aber nicht alle betreffen. Im Norden ist die Gefahr für Gewitter am geringsten. Temperaturen im Südosten 26 bis 28 Grad, sonst bis 34 und die nächsten Tage noch weniger Gewitter, dann am ehesten im Nordwesten am Dienstag, am Mittwoch im Nordosten.
Südosten und es bleibt sonnig und heiß. Aussichten von Claudia Kleinert, vielen Dank dafür. Hier im Ersten macht das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente gleich weiter, auch mit politischen Fragen, unter anderem zu Demokratie und Klimakrise. Die nächste Tagesschau dann um kurz nach eins. Und morgen Abend begrüßt Sie hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni mit neuen Tagesthemen. Ihnen und ihm guten Start in die Woche.